zu den Zuschauern, labert nicht so viel, haltet eure Fresse, seid froh und glücklich, dass es Menschen wie mich gibt, die den Kampfsport hier wieder aufpeppen, auf einem anderen Modus, in einem anderen Level ist, wie der Boxkampf gegen Synergy auf jeden Fall. Der hat ja auch einem MMA-Kampf dann als Rückkampf zugestimmt, warst du, glaube ich, auch. Ja, du bist Zeitzeuge, du bist Zeuge des Geschehens gewesen. Viel größer, hat eine viel größere Reichweite, brauchen wir hier gar nicht nochmal alles aufzählen. Ne? Das ist ja völliger Quatsch, wenn ich mich hier auf einen cleanen Boxkampf einlassen würde. So, ne? Das ist ja völliger Blödsinn. Ich bin kein Boxer, ich bin Schlägertyp, es wird geschlägert. Ich zeig dir das. Ja, weil die Leute sagen, das stimmt nicht und so weiter. Hier. Für alle, hier. Wurdest du operiert? Ich wurde operiert, ja. Alles klar, Freunde, ich sitze hier mit Bösemann. Direkt nach dem Weigh-In, nach dem offiziellen Weigh-In. Was sind so deine ersten Eindrücke, mein Lieber? Warte, lass uns anders rumsitzen. So, komm. Ist das deine Schokoladenseite? Nein, nicht Schokolade, einfach so. Ich fühle mich einfach besser, weil die Menschheit ist hier auf der Seite und einfach besser so. Hier ist mein Feind. Was sind deine ersten Eindrücke von dem Ganzen, was jetzt hier abgelaufen ist? Ja, wiegen halt, ne? Keine Ahnung. Dann halt das übliche Palaver, aber ich habe einfach keinen Bock auf diesen ganzen Blödsinn, weißt du? Dieses Rumgeschwuchtel und so, das ist nicht meins auf jeden Fall. Es wurde rumgeschwuchtelt und rumpalabert und rumdiskutiert und rumgemacht und rumgeprahlt und jetzt wird einfach, jetzt wird explodiert, ganz einfach. Bist du ready für den Kampf? Hast du dich sehr, sehr gut vorbereitet? Man hat gesehen, seit dem Sinan-Kampf hast du auf jeden Fall gut abgenommen, ne? Und ja, dich in richtig nicht, gute... Man darf nicht vergessen, es wird ja auch hier, guck mal, ich zeig dir das, ja, weil die Leute sagen, das stimmt nicht und so weiter. Hier. Für alle, hier. Wurdest du operiert? Ich wurde operiert, ja. Das ist eine OP. Hier oben sind die, das ist ja diese neuartige Sehnen. Die Sehne war durch, komplett durch. Die Sehne war komplett durch. Und wie fühlst du dich jetzt damit, mit der Verletzung? Ich konnte 8 Monate lang, habe ich gar nichts gemacht. Mhm. Ja, gar nichts. Ich habe mich jetzt erst seit 3 Monaten so einigermaßen wieder aufgebaut. Aber ich fühle mich gut auf jeden Fall. Ich bin in Topform. Mhm. Klar, es ist immer Luft nach oben. Ja, man muss sagen, wie es ist. Es gibt mehr Hochleistungssport sowieso. Ja. Es ist Luft nach oben, aber... Würdest du sagen, du fühlst dich jetzt in besserer Verfassung als beim Kampf gegen Sinan? Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Was hast du trainingstechnisch geändert? Allgemein, ich habe auch mein Umfeld ein bisschen geändert und auch meine Lebensweisen und so weiter. Habe ein anderes Trainerteam am Start. Mein Trainer ist Dieter Wittmann. Ja. Ist ein bekannter Boxtrainer auf jeden Fall, der auch bei der High Society zugange war. Ne? Also hochrangige Boxer, nicht High Society in dem Sinn, die gut betuchten, sondern bei hochrangigen Boxern. Ja. Ich will jetzt keine Namen nennen, mache ich sowieso nicht gerne, aber Dieter Wittmann ist klar, ist mein Trainer. Mhm. Genau. Du hast ja in deinem Interview... Ich bin noch nicht fertig. Ja, okay, sorry. Ernährung ein bisschen angepasst. Mhm. Ne? Ernährung angepasst. Auch Fitness habe ich auch ein bisschen... Ernst genommen, auf jeden Fall ernster genommen, sagen wir es mal so. Nicht einfach nur drauf los trainiert, um den Bizeps zu trainieren oder sonst irgendwas, sondern tatsächlich, um Kraftausdauer auch auf so einem Level zu halten. So, weißt du? Was würdest du sagen zu der Kondi für diesen Kampf? Bist du da gut vorbereitet? 5 Runden bin ich auf jeden Fall mit Torpedo, kann ich da rein. Meinst du, der Kampf geht auch über 5 Runden? Also 4 Runden maximal geht er. Und dann, wie wird der bestenfalls für dich ausgehen? Der wird bestenfalls für mich ausgehen, dass entweder... Weiß ich nicht, die Gegenseite das Handtuch schmeißt oder irgendwas wird vorfallen, dass der Kampf irgendwie abgebrochen wird oder sonst irgendwas. Also ich sehe hier irgendwie, keine Ahnung, weiß ich nicht. Das wäre, oder halt, wie gesagt, das ganze Ding wird durch eine Aufgabe oder K.O. dann beendet. Du hast im besten Fall für mich jetzt, ja, ist ja klar. Im schlimmsten Fall natürlich, es ist Boxen. Okay, einmal falsch in die rechte oder in die linke reinlaufen. Und Heavyweight. Und dann noch Heavyweight mit 40 Kilo, hat man jetzt gesehen, 40 Kilo mehr. Mhm. Da ist schon Bums drauf auf jeden Fall, gehe ich mal davon aus, keine Ahnung. Aber nichtsdestotrotz, ich bin schon einiges gewohnt. Also ob mich dann so ein Schlag dann mir die Lampen ausmacht, das bezweifle ich. Wie hast du dir den Kampf an sich vorgestellt? Gestern in deinem Interview, das habe ich mir auch angeguckt, da hast du gesagt, es wird kein Boxkampf werden. Genau, Platzaxt. Ja, natürlich. Es wird kein Boxkampf. Platzaxt. Platzaxt. Mhm. Ja. Das wird natürlich. Manuelsen ist ja seit 30 Jahren Boxer. Er ist
erfahrener Boxer auf jeden Fall. Er ist viel größer, hat eine viel größere Reichweite. Da brauchen wir hier gar nicht nochmal alles aufzählen. Ne? Das ist ja völliger Quatsch, wenn ich mich hier auf einen cleanen Boxkampf einlassen würde. So, ne? Das ist ja völliger Blödsinn. Ich bin kein Boxer, ich bin Schlägertyp. Es wird geschlägert. Mhm. Ganz einfach. Würdest du sagen, du schaffst es, wenn der Kampf beginnt, die Emotionen beiseite zu schieben und dich darauf zu konzentrieren? Wird schwierig. Ja? Wird schwierig. Wird schwierig. Ich bin tatsächlich irgendwie von Hass getrieben. Ja, ist eigentlich unvorstellbar. Ich erkenne mich gar nicht wieder. Ich, der friedfertigste Mensch. Hm? Wer mich kennt, weiß, Gewalt ist keine Lösung. Ja, liebe Kinder da draußen, Gewalt ist keine Lösung. Ja, ballert euch die Anti-Gewalt-Kombo rein mit mir und Fabré. Da wird euch nochmal beschrieben, dass Gewalt keine Lösung ist. Ne? Eine Abschreckung der Gewalt sozusagen. Ja. Würdest du sagen, der Kampf und die Vorbereitung, alles hat dich jetzt zum Positiven auch nochmal verändert, auch wenn da so viel Hass mit dem Spiel ist, sag ich mal? Das hat, mich verändert gar nichts erstmal. Also mich verändert ein Training oder ein Ereignis oder sonst irgendwas, verändert mich nicht. Ich habe schon so ziemlich alles durch in meinem Leben. Ne? Und das Letzte, was mich verändert, ist irgendein Boxkampf oder irgendeine Trainingseinheit oder eine Trainingsphase. Das ist ein unmögliches Ding. Ne? Es macht mich nur zuversichtlicher hier, weil, wie gesagt, ich gehe hier in einen Boxkampf rein, der auf einem anderen Modus, in einem anderen Level ist, wie der Boxkampf gegen Synergy auf jeden Fall. Der hat ja auch einem MMA-Kampf dann als Rückkampf zugestimmt, warst du, glaube ich, auch. Ja, Zeit, du bist Zeitzeuge, du bist genau. Zeuge des Geschehens gewesen. Hast du früher auch mal MMA gekämpft? Ja, das war Anfang der 2000er Jahre, bis ich dann unschuldig verhaftet und verurteilt wurde. Ne? Genau, das ist schon sehr, sehr lange her, aber wie gesagt, das ist... Hey, wir sehen uns. Aber wer weiß, aber der sich ein bisschen auskennt im Kampfsport, der weiß, dass die Übersetzung vom Boxen im MMA, in dem nur klassischen Boxen, zwei Welten sind. Ne? Allein die Kampfstellung und alles, die kompakte Deckung, die Deckung, alles ist anders wie jetzt im normalen klassischen Boxen. Würdest du sagen, nach dem Kampf kannst du abschließen mit der Sache und dann ist das Kapitel auch geschlossen, sag ich mal? Das kann ich jetzt so nicht sagen, auf jeden Fall. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, Freund wird der mit mir nicht. In diesem Leben auf keinen Fall. Aber ihr könntet euch die Hand geben und mit Respekt danach gegenüberstehen? Weiß ich nicht, das wird sich zeigen. Wird sich zeigen. Wenn er mich besiegt, hat er natürlich meinen Respekt verdient, klar. Dann bekunde ich, ich bin kein schlechter Verlierer auf jeden Fall. Mhm. Ja, ich weiß, was es bedeutet. Ich weiß, was es bedeutet, auf dem Boden zu liegen. Aber ich weiß auch, was es bedeutet, sich wieder hochzurappeln. Ja. Und wieder zu stehen. Ja, hier mit Betonkopf. Was wären deine letzten Worte vorm Kampf? Zu den Zuschauern da draußen. Zu den Zuschauern. Labert nicht so viel. Haltet eure Fresse. Seid froh und glücklich, dass es Menschen wie mich gibt, die den Kampfsport hier wieder aufpeppen und wieder interessant machen. Ja, das ist jetzt gerichtet an die ganzen Tastaturboxer, ja, die da hier meinen, eher Schande und schlag mich tot, keine Ahnung was. Haltet einfach eure Fresse. Ganz einfach. Geht ins Training oder was weiß ich. Oder bleibt in eure Kinderzimmer und zockt eure PS4 weiter. Psch.